Wir sollen den Computer benutzen. Oh, wir haben eine neue E-Mail bekommen. Eine besondere Zutat von Lin Wei. Hallo Wallace, ich hoffe, dir geht es gut. Wie läuft es bei dir? Es ist wieder mal soweit. Cheng will eine verrückte Neuerung in unsere Speisekarte einbauen. Letztes Jahr war es Peking-Ente, dieses Jahr ist es unser Hühnchenrezept. Eine Midlife-Crisis kann viele Formen annehmen. Ich schätze, bei meinem Mann sieht sie so aus. Wir wollen unseren Huhn à la General Zoo aufwerten, indem wir Fasanfleisch dafür nehmen. Du bist herzlich eingeladen, uns wieder zu besuchen, um deinen Lieblings-Szechuan-Topf zu essen. Ich habe immer noch deine Flasche Shoshu stehen. Sie wartet hier auf dich. Ist das, ein Schnaps oder sowas? Shoshu? Shoshu? Shoshu. In Liebe, Lin. Okay. Wir sollen also für Lin Wei, für Lin, sollen wir ein Fasan erlegen, um, ja, damit der Mann leckeres Rezept machen kann. Achso, den muss man noch. Nimm eine Mission entgegen. Okay, die muss ich entgegennehmen. Gedrückt halten. Jetzt habe ich sie entgegengenommen. This reminds me when Grandpa went for a pheasant hunt and forgot to take a shotgun. Ah, okay. Kaufe eine Schrotflinte und rüste sie aus, um auf Fasanjagd zu gehen. Seht ihr? Das war das Ding. Wir müssen in den Shop. Oh, schaut mal. Wir können neue Sachen kaufen. Und man braucht also einfach nur das Geld, um die Sachen zu kaufen, ohne irgendwelche Missionen zu erfüllen oder sowas. Und wir kriegen, ja, eindeutig mehr Geld, als wenn wir das einfach nur verkaufen da. Was da unten halt immer mit dabei steht, wenn wir ein Tier erlegt haben, dann steht ja immer dabei, hier so und so viel für Fleisch. Aber, ja. Na gut. Dann sollen wir eine Flinte kaufen. Hier sind Flinten. Oh je, die kostet 11.000. Hol den The Jack. Bonser und Klein, Standard. Okay. Welche nimmt man da für den Anfang? Remington V3 Waterfall Proof. Kann man sich hier was durchlesen dazu? Ne, man kann sie sich angucken. Hier laufen Tiere rum, die Geräusche machen. Morgenruhe. Oh, das ist ja schön. Oh, ich will Morgenruhe. Das klingt schon schön. Die nehme ich, glaube ich. 20 GA, 20 GA. Was bedeutet das? 12 GA, das Kaliber? Was ist da der Unterschied? Kann man sich das irgendwie angucken oder sowas? Weil ich weiß halt nicht, was das heißt, sozusagen. Ich kenne mich mit Waffen halt nicht so aus. Also ich weiß, was eine Schrotflinte ist, ich weiß, was ein Maschinengewehr ist und was eine M16 und eine AK-47 ist und sowas, aber was die Kaliber und sowas angeht, was ja hier... Ach, hier sind die Sachen, die wir kaufen können, um in Privatgrundstücke zu gehen. Transsilvanien. Okay. Ja, weiß nicht. Dann nehme ich Morgenruhe für den Anfang. Auch wenn das bestimmt falsch ist. Ich weiß halt nicht, was 16 GA beim Kaliber 12 GA ist. Ist das die Streuung oder 20 GA? Weiß nicht, ob man das irgendwo nachlesen kann. Ich hatte vorhin irgendwas gesehen gehabt, zwecks Jagdstufe 1, Jagdstufe 1, 1. Die sind alle Jagdstufe 1. Kann man die erhöhen, wenn man mit denen jagt? Halbautomatisch. Vorderschaft. Kipplauf.
Ja, ich nehm einfach Morgenruhe. Die klingt so schön. Die hat einen schönen Namen. Ich weiß nicht, ob sie gut ist oder nicht. Ich kaufe die. Gekauft. Liefere 3 Kilogramm Fasanfleisch. Okay. Dann. Wartet mal. Wir hatten doch eine Enzyklopädie hier. Hier. Und hier haben wir Munition. Aha. Okay, ich schau mal ganz kurz. Hier sieht man es. 20 GA. Obwohl diese Munition normalerweise für die Jagd auf Tauben, Wachteln und Fasane empfehlen wird. Da haben wir alles richtig gemacht, würde ich sagen. Können hiermit auch andere schnell bewegliche Ziele wie Eichhörnchen, Kaninchen, anderes Kleinwild problemlos erlegt werden. Der vielkörnige Schrot, 7,5, der in einen kleinen Radius sein Ziel erreicht, entfaltet in seiner optimalen Reichweite von 30 bis 45 Metern eine hervorragende Trefferwirkung. Okay, also 30 bis 45 Meter und damit sind wir ganz gut bei Fasan. Ja, prima. Dann ist ja genau das Richtige. Dann ist ja genau das Richtige, was wir gekauft haben. Was ist das dann hier? Auf der Schachtel der Nummer 5 ist zumeist ein Fasan abgebildet, der eine Idee von der primären Verwendung dieser Patrone vermittelt. Die Munition hat eine gute Durchschlagskraft und ermöglicht es somit, die Fasane auch dann noch zu treffen, wenn sie in der Büchse oder hinter Hindernisse flüchten. Die guten Geschwindigkeiten, die das Profil erreicht, ermöglichen außerdem die Jagd auf fliegende Enten. Okay, die werden also auch gut dafür. Heutzutage wird der Schrot 3 häufig von Jägern im Versteck verwendet, um größere Vögel sicher im Flug zu treffen. Aufgrund ihrer Größe und Körpermasse sind vor allem Gänse und Enten das hauptsächliche Ziel von Schrot 3. Alles klar. Da ist meine Frage also auch beantwortet, wie das mit den Vögeln in der Luft aussieht. Aber Schrot geht doch nicht so weit. Naja gut, alles gut. Jetzt würde ich bloß gerne eins noch wissen. Und zwar, welches Gewehr sinnvoller wäre, mitzunehmen für, ja allgemein, wenn wir unterwegs sind. Weil wir haben jetzt die Remington. Hier, die Remington 783. Die haben wir jetzt. Und ist für die sichere Jagd auf Hirsche bis zu einer Entfernung von 750 Metern. Und was ist Opas Gewehr? Hier, Opas altes Gewehr. Der berühmte Unterhebelrepartierer der Hirschwälder setzt auf das Kaliber, achso, der Hirschwälder, setzt auf Kaliber 30-30 und sorgt so dafür, dass die Speisetafel nie leer, die Tradition von Amerikas ultimativer Waldjagdwaffe, seit jeher ungebrochen bleibt. Die massiven Seitenwände sind nur dort bearbeitet, wo dies zum Laden und Schießen erforderlich ist. Seine felsenfeste Zuverlässigkeit ist durch die wärmebehandelten Vollstahl-Schmiedeteile für das Verschlussgehäuse und den Abzugbügel garantiert. Ja, na dann ist das doch eindeutig sinnvoller, oder? Aber hier ist Jagdstufe 5. Was heißt Jagdstufe 5? Dass ich da Jagdstufe 5, umso größere Tiere kann ich damit erlegen, oder? Weil wenn ich sehe, alle Schrotflinten sind Jagdstufe 1. Und das heißt Kleintiere und Vögelchen. Und umso größer die werden, also umso größer die Jagdstufe wird, umso größere Tiere kann ich doch damit erlegen. Hier, die Steyr, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Steyr SM12 hat Jagdstufe 6. Damit kann ich bestimmt Bären oder sowas. Typischen, ja, Lebigkeit, Funktion. Jagdstufe 2, Jagdstufe 6, 6, 6,
5, 4, 2. Ja, also 6 ist auf jeden Fall die höchste Stufe. Und ich würde sagen, damit kannst du dann, was weiß ich, Bären oder sowas auch zur Strecke bringen. Wenn es die hier gibt, weiß ich ja nicht. Also ich bin Jagdanfänger sozusagen. Ich lerne noch. Ja, dann ist aber die Frage, welches Gewehr wir dann mitnehmen. Dann würde ich bald das neue mitnehmen, statt Opas. Oder aber wenn wir kleinere Tiere sehen, schwierig. Wir können halt bloß 2 Gewehre mitnehmen. Das ist halt für Hirsche und sowas, wenn wir Hirsche sehen. Und durch Hirsche kriegen wir Geld. Mehr Geld. Ich glaube, ich nehme erstmal das Remington und Opas altes Gewehr. Das bleibt erstmal zu Hause. Okay. Hier können wir nichts drauf machen. Gut. Dann müssen wir jetzt bloß noch Fasane finden. Und hier unten bei dem Anstand, da haben wir die ersten Fasane entdeckt. Und ich glaube, da sollten wir hingehen. Also, oder wird uns angegeben, wo wir hin müssen? Nee. Also, ja. Ich würde einfach hier runter gehen, weil hier haben wir schon mal Fasane gesehen. Ich hoffe einfach, dass wir da wieder welche finden. Ich markiere es mir einfach mal. Und ich muss mir angewöhnen, wenn wir ein Tier erlegen, dass ich dann per Fernglas, also wenn ich es beobachten kann, wo es hingeht, dass ich dann per Fernglas gleich, ja, mir markiere, wo es liegt, beziehungsweise wo es hingelaufen ist. Das wäre sinnvoller, glaube ich. Und wir laufen wieder runter, weil, warte mal, ich mach mal automatisch Laufen an. Da kann ich nämlich meinen Hund nebenbei mal kurz streicheln. Denn der kleine Bubi ist nämlich gerade hier. Und wir können trotzdem weiterlaufen. Und der kann mal gestreichelt werden. Ja. Und wir laufen hin, wie gesagt, weil ich die Perks gerne freischalten wollen würde. Und umso mehr wir laufen, umso schneller schalten wir die frei. Und umso stiller sind wir. Umso leiser bewegen wir uns durchs Unterholz. Ist auf jeden Fall praktisch. Jetzt muss ich bloß noch rausfinden, wie weit die... Oh, da ist eine Hütte. Oder ist das der Schießstand? Ach ja, das ist der Schießstand. Jetzt müssen wir bloß noch raus... Oder ich muss bloß noch rausfinden. Wir. Ich spreche eigentlich immer gern in wir, weil... Ja, ihr schaut ja auch zu. Wir müssen bloß noch rausfinden, wie... weit die Entfernung für die Schrotflinte ist. Weil das stand jetzt, glaube ich, nirgends, oder? Also nicht, dass ich mir gemerkt hätte. Ja, ich höre schon Fasane. So, ich muss mal stehen bleiben. Oh, ich glaube, ich sehe schon unter dem Hochstand oder Anstand, da sind schon welche. So, Tyci, geh mal ab auf deinen Platz. Ich muss jagen. Da sind sie. Okay. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie weit die Entfernung da jetzt ist, ne? Und wie gut ich die dann anschießen kann. Der Wind ist ganz okay. Ist das überhaupt... Ist das überhaupt ein Fasan? Oder ist das eine Wachtel oder sowas? Das sieht irgendwie gar nicht aus wie ein Fasan. Falsch. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Genau. Das ist ein Fasan. Ja. Erwachsen, ruhig. Okay.
Ich versuch's einfach, mich irgendwie so langsam wie möglich ranzuschleichen. Wie gesagt, ich würde gerne wissen, ab wann ich schießen kann. Das schon okay ist jetzt hier. Ich versuch's einfach mal. Habe ich ihn erwischt? Oder ist er abgehauen? Ich glaube, der ist abgehauen, ne? Wir schauen mal. Hier ist Code vom DAX. Ja. Der ist abgehauen. Den haben wir nicht erwischt. Den haben wir nicht erwischt. Da waren wir nicht nah genug dran. Oder ich war zu blöd zum Schießen. Fasan, neue Entdeckung. Okay, der wird jetzt auf der Karte angezeigt. Ja, hier gibt es eindeutig Fasanfleisch. Ja, dann müssen wir hier bleiben, würde ich sagen. Untersuchen. Fasan. Lesen. Häufigkeit der Anwendung oft. Okay, also die kommen hier öfters her, die Fasane sozusagen. Also wäre es ja eigentlich sinnvoll, uns ins Hütchen zu verkriechen. Also in den Hochstand. Und zu warten. Bis die wiederkommen. Wie die Dachse vorhin. Und dann kann ich vielleicht noch mal gucken, wie das mit der Reichweite aussieht von der Schrotflinte. Ob das irgendwo da steht. Auf wie viel Meter man Entfernung, also sich entfernen kann. Das ist ein Dachs, oder? Achso, ich muss erstmal raus. An die Steuerung muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen. Fernglas, hallo? Ach ja, jetzt hat das. Ja, das ist ein Dachs. Trophäe 3. Oh, der ist schon bisher der höchste, den wir mal sehen. Da ist ein Fasan. Jungtier. Ja, ich war halt bei dem anderen, war ich zu weit weg, würde ich meinen. Da ist auch noch ein Fasan. Wenn man die sich so markieren könnte, das wäre ja toll. Aber das wäre recht unrealistisch. Naja, hier sind zwei auf jeden Fall. Jungtier, männlich, ruhig. Wie konnte ich mir ein... Da konnte ich mir einen Punkt setzen. Das sind 46 Meter. Nein, nicht hinsetzen. Verzeiht. Ah, da vorne. Ja, so weit ist das gar nicht, ne? Ich müsste noch mal ganz kurz gucken. Ist eigentlich richtig Pause hier? Das wäre interessant. Fasan, Esen. Okay, hier wird also sogar angezeigt, wo die halt sich aufhalten. Ich gehe noch mal ganz kurz in die Enzyklopädie Schusswaffen und dann gucke ich noch mal bei der Morgenruhe, genau hier. Begleiter, Gefahrensituation, oh, tja, hier steht's nicht. Tja, müssen wir rausfinden. Wir gehen einfach rüber zu dir.
zu den Fasanen. Markierung ist gesetzt. Auf den Wind müssen wir ein bisschen achten. Und dass wir uns ruhig bewegen. Und dann kriegen wir den schon. Also, wir versuchen es einfach mal. Würde ich meinen. Und dann gucken wir mal, dass wir den kriegen. Ja, da drin ist er. Ich sehe nichts. Und jetzt gehe ich bestimmt zu nah ran und er haut wieder ab, ne? Schwierig im hohen Gras. Der ist direkt vor mir irgendwo, ne? Ich sehe den nicht. Ah, shit. Ich sehe ihn immer noch nicht. Hä, wo ist denn der? Vögelchen. Da war er. Alles klar. Verrissen. Absolut verrissen. Da ist einer. Ich muss den in weniger hohem Gras erwischen. Ich stelle mich bestimmt noch viel zu dumm an. Und bin viel zu ungeduldig, vor allen Dingen. Ich meine, es ist ein Jagdspiel, da muss man geduldig sein. Na, schau einfach. Ich hatte hier jetzt was gehört halt. Und vielleicht kommen wir nah genug ran. Jetzt bin ich aber im Wind. Und das ist richtig ungut, glaube ich. Oh, mal gucken. Wenn jemand noch Tipps hat, kann er die mir gerne sagen, wie ich vielleicht besser werde. Und ihr euch nicht über mich totlachen müsst. Aber ansonsten, ja. Wenn ich nicht sehe, schrecke ich ihn wieder auf. Man muss geduldig sein. Man muss geduldig sein. Ja, was ist das? Das ist doch was Größeres, oder? Ich sehe nichts. Aber irgendwas ist da. Auf jeden Fall. Okay, wir werden uns auf jeden Fall jetzt eine Weile auch hier aufhalten, bis wir unsere 3 Kilo zusammen haben. 3 Kilogramm Fasanfleisch sollen wir holen. Und wir kriegen die schon zusammen. Irgendwie kriegen wir sie schon zusammen. Und die Fasane, die beruhigen sich ja auch wieder. Da ist einer. Da ist einer. Okay. Ich schleiche mich ran. So nah wie möglich. Und dann
Schauen wir mal, ob wir ihn treffen. Tja, ist die Frage, wie nah müssen wir, ne? Wie nah? Reicht das? Ist das schon zu viel? Keine Ahnung. Tja. War das oben drüber oder? Ich muss vielleicht mit der Schrotflinte erstmal schießen lernen. Oder hätte ich mir vielleicht so ein Rotpunktvisier kaufen sollen? Das wäre vielleicht sinnvoll gewesen, oder? Könnte ich mir sowas kaufen? Für die Schrotflinte? Weil wir waren jetzt echt nah dran. Außer ich habe natürlich den Schuss versemmelt. Ich muss das noch lernen. Ja, der wird sich jetzt wieder hier am Gras verstecken, denke ich mal. Weil der erschrocken ist halt. Ich hätte mir das Rotpunktvisier vielleicht kaufen sollen, um besser zu zielen. Das lief nicht gut. Nee. Nee, nee, nee. Das lief nicht gut. Kann ich hier auch in den Shop? Nee. Nur Charakter, Präsentation, Jagdtagebuch. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück in die... Oh, wartet. Beim Hochstand. Da flog gerade einer. Beim Hochstand? Ja, da ist einer. Okay, wir versuchen es nochmal. Wir versuchen es nochmal. Anders lernen wir ja nichts. Und vielleicht wird es ja irgendwann mal besser. Ja, aber ich muss doch genau hier drauf. Und da müsste ich ihn doch kriegen. Aber wenn ich noch näher rangehe, dann haut er mir doch ab. Ja, noch näher? Echt jetzt? Noch näher? Ich bin unsicher. Den haben wir aber erwischt. Den haben wir erwischt diesmal. Okay, man muss ziemlich nah ran. Also bei dem war es jetzt. Aber immerhin haben wir ihn getroffen. Oh, den haben wir aber richtig zerfetzt. Den haben wir aber richtig zerfetzt. Dann nützt doch keine Trophäe mehr. Aber damit auf jeden Fall 11 Gold. Ja. Wir gucken mal. 1,4 Kilogramm. Jagdwertung top. Sehr gut. Das ist gut, würde ich sagen. Ja, leicht bewölkt. 1,4 Kilogramm. Das ist natürlich nicht genug. Wir brauchen noch mehr. Aber ja. Verlust durch Schuss 0,06 Kilogramm. Sehr, sehr gut. Eine Minute, zwei Sekunden. Also wir müssen sehr nah ran. Für die Vögelchen. Eigentlich uncool. Wie machst du denn das dann, wenn die fliegen? Kannst ja auch nicht so nah rangehen. Hm. Na gut. Müssen wir die irgendwie behalten? Nö, ne? Also für die Mission jetzt. Ich verkaufe einfach. Und dann, ja gut, es wird mit angerechnet. Es wird mit angerechnet.